Welcome to Live Alive, die Demo-Version. Wo ist meine Maus? Ja, damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Demo. Demo deswegen, also ich kann jetzt eigentlich schon sagen, das Spiel wird mir eigentlich gefallen. Das ist jetzt, abgesehen von Roach-like, genau mein Spiel. Also Final Fantasy 3, 4, 5, 6 und schieß mich tot. Also es gibt ja dieses englische Final Fantasy Mystic Quest, glaube ich. Das gab es früher auf der Super Nintendo. Dafür brauchtest du so einen Adapter. Dahinter musst du ein deutsches Spiel hin und vorne hattest du den Final Fantasy Mystic Quest, glaube ich. Oder war das Final Fantasy 3? Und das Mystic Quest war auf dem ganz normalen Super Nintendo, glaube ich, ne? Das ist schon 30, 50, 80 Jahre her. Ne, ich glaube, Final Fantasy 3 war auf dieses englische Spiel. Das war ein bisschen breiter, die Kassette. Und dann brauchte so extra so einen Adapter. Vorne das englische, hinten das deutsche Spiel. Ja, und solche Spiele habe ich früher gesuchtet. Gab's ja auch nichts Großartiges. Allerdings ist das Spiel mit 50 Tacken ein echt stolzer Preis dafür, dass das Spiel ja schon 30 Jahre alt ist. Ist natürlich jetzt ein Remake, aber ja, ich drücke jetzt mal hier erstmal Einstellungen, erstmal gucken hier Grafik an, immer an. Maximale Qualität fühle ich. Gamepad, Maus und so ein Gedöns brauchen wir nicht. Lautstärke sieht in Ordnung aus. Neues Spiel, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also die Demo muss man jetzt umhauen, um 50 Euro für das Spiel auszugeben. Diese Demo enthält Abschnitte aus den folgenden drei Kapiteln. Dämmerung des Edo-Japans, die ferne Zukunft, der wilde Westen. Du kannst im Fortschritt jedes Kapitel speichern und ihn in die Vollversion importieren. So. Also das können wir nicht, die Uhrzeit, den wilde Westen, nahe Zukunft, ferne Zukunft. Dämmerung des Edo-Japans. Okay. Und welche gehen nicht? Die Uhrzeit und die Gegenwart. Kaiserliche. So, was nehmen wir denn? Wilden Westen? Oder nehmen wir die Zukunft? Oder die ganz ferne Zukunft? Guck mal, das ist so Universum und so. Dämmerung des Edo-Japans. Also Japan, China. Das ist die Gegenwart. Die, oder hier so Steinzeit. Okay, sehr interessant. Wir fangen mal mit dem Wilden Westen an hier. Das amerikanische Grenzland, ein Ort törichter Träume und verlorener Hoffnung. Eine müde Seele reitet in eine sterbende Stadt ein, die von Banditen terrorisiert wird. Erfolg lautet ihr Name. Welch Ironie. Ein einzelner Revolverheld hat gegen die Crazy Bunch keine Chance. Aber mit der Hilfe der Stadtbewohner, die mit ihm zusammen vor eintreffende Bande Fallen legen, kann ein Mann womöglich doch etwas bewirken. Ich wollte jetzt so einen Wilden Westen-Akzent reden. Yo, howdy! So, Wilde Westen, let's go. Hast dich kommen sehen, ne? Schwächen. Ich schieß schneller als das Schwein. Trautmann, ist das für dich auch Pixel-Indie-Scheiß oder sagst du Nostalgie? Weil sowas müsste dann ja eigentlich für dich Nostalgie sein. Und keine Pixel-Indie-Kacke. Vor allem ist das ja nicht mal Indie, ist ja Square Enix. Howdy, Sheriff. Something to drink? Warte mal, ich will mal eben gucken.
Im Hauptspiel, reden die da Deutsch? Nee, nur Englisch oder Japanisch. Na, okay. Howdy, Sheriff! Das was zu trinken sollen? Nope, but I got some for you to post up. Nein, aber du musst was für mich aufhängen. More trouble in these parts, huh? Noch mehr Ärger in der Gegend, was? Und ich dachte schon, nach der letzten Bande könnte es nicht noch schlimmer kommen. Ein Foto. Okay. Wie lautet dein cleverer Spitzname? So, wer wird denn hier gesucht? Hä? Gesucht wird! Hoppelman. Hoppelman wird gesucht? Kid, huh? Kid, hm? Hoppelman, the Kid. Sieht aber nicht besonders jung aus. Ich bin Hoppelman, the Kid. Jetzt brauche ich hier so ein Weizen, ne? Wie so ein Esel. Ja. Wie heißt das Spiel? Und warum steht im Stream noch WoW to 200? Ja, weil ich auf dem Weg zu 200 bin. Und das Spiel heißt Live Alive. Steht aber auch im Titel. Lange nicht gesehen, Partner. Bild war zu klein. Welches Bild? 200 was? Achso, 200 Follower. WoW to 200. Also man sagt immer WoW to und dann was man haben will, ne? 200 Follower, 500 Follower, 1000 Follower. Herr yay, was soll das lange Gesicht? Ich dachte, du würdest dich darüber freuen, dass dieses Leben endlich an den Nagel zu hängen. Im Ernst, ein bisschen Dankbarkeit wäre wirklich angebracht. Ich glaube, der Mann in Schwarz ist Trautmann. Der redet genauso wieder. Ein bisschen Dankbarkeit wäre wirklich angebracht. Na komm, lass uns das wie echte Männer regeln. Ich will nicht, dass man den großen Kopfgeldjäger Mad Dog wie ein Feigling holt. Die Leute sollen bloß nicht glauben, ich hätte einen unbewaffneten Mann kaltblütig erschossen. Ich dachte, es geht um ein Level, den man erreichen will. Nee. Wäre lange spielen wir schon dieses Spiel. Kommt mir fast so vor, als würde ich einem Freund lebewohl sagen. Der Poet hatte recht. So süß ist Trennungswehe. Fight. Eine Ladeanzeige erscheint über Verbündete und Gegner, die sich bereit machen, eine Aktion auszuführen. Sobald die Anzeige gefüllt ist, führen sie die Aktion auch aus. Fähigkeiten. Kennt man. Brauche ich nicht lesen, ne? Passen, warten, Gegenstände, fliehen. Und wenn du Fähigkeiten oder Gegenstände auswählst, an sie einzusetzen, im Wirkungsbereich angezeigt werden, nutze dieses Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass alle Ziele getroffen werden, die du auch treffen willst. Senken die LP des Verbündeten auf 0, bist du tot. Dann nimmt ein kampfunfähiger Verbündeter noch mehr Damage, muss dieser sofort das Feld verlassen. Ein solcher Charakter kann im Kampf weder durch Heilung noch durch andere Methoden beitreten. Ja, okay. So. Oh, jedes Mal, wenn ich laufe, fülle ich seine Anzeige. Oh, vielleicht sollte ich nicht so viel rumlaufen. Ausrichten. Okay, ich kann mich hier halt im Kreis drehen. Fähigkeiten. Einzelschuss. Hohlspitze. Doppelschuss. Okay, aber ich treffe ihn da nicht. Ich muss hier hin. Fähigkeiten. So. Diagonal.
Ich treffe ihn immer noch nicht. Wo bin ich dann? So. Ha, resistent. Kontern. Habe ich ihn jetzt mit meinem Kontern besiegt? Nee. So. Durch und durch. Angriff, Feuer, Ladezeit kurz. Okay, ich würde erstmal sagen, ich mache Schaden hoch. Eine Hulsspitze. Feuere eine Kugel, die sich beim Aufprall ausdehnt und einen Gegner von den Socken haut. Vor allem finde ich irgendwie cool, dass das Spiel so in verschiedenen Epochen aufgebaut ist. Das, also du kannst ja bei den Dinosauriern anfangen, Urzeit. Jetzt hier Wilden Westen, dann gibt es die China-Dingsen-Gedöns, die japanische Dingsen-Gedöns, die Gegenwart, Zukunft, Universum. You son of a bitch. Du, Mescal! Bring es zu Ende, verdammt! Wag es ja nicht schon wieder davon zu reiten. Töte mich! Ruhig. How dare you? Wie kannst du es wagen? Das schießt er einfach auf meine Goldie. Ein Mann zu töten ist eine Sache, aber mein Pferd lässt du gefälligst raus. Ich bin noch nicht fertig. Tschüss. Hier, mein Kleiner. Hier. Hier. Schön auf den Arsch rum. Another town. In einer anderen Stadt. Demo-Ende. Puff. Das wär's, ne? Der wilde Westen. Der Streuner. Warum fragst du, wie das Spiel heißt? Weil das von Square Enix ist? Tue ich dich gerade influenzen? Du hast bis jetzt noch nicht mal dein Might and Magic gespielt. Ich habe gestern Kontrolle gemacht. Ob du dein Might and Magic gespielt hast, hast du noch nicht. Ich komm so. Ich fühle das. So, was haben wir hier? Rückkehr zur Kapitelauswahl. Wenn du das aktuelle Kapitel beenden und ein anderes spielen möchtest. Oh, guck mal, du kannst von Kapitel zu Kapitel sogar dann rennen. Auf den Rap da. So, Weg, unerforschtes Gebiet, erforschtes Gebiet, aktuelles Ziel. So, Radar einblenden. Oh, ich liebe Radars. Minikarten. Okay, so. Das hier ist unerforschtes Gebiet. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Na gut. Jetzt diese Cowboy-Stiefel-Geräusche einfügen. So. So ein Klischee, ne? Wenn einer reinkommt, dass alle ruhig sind, ne? Das ist so ein Klischee. Soy comandante de las yeguas, yo y yo solo. Ich bin Kommandant der Stuten. Ich ganz allein. Cállate. Audi, Leute. Guck mal, wie ruhig sie alle sind. Da ist ein Topf. Ich will den Topf haben. Ein Fläschchen Kräuterliminat. Fest verschlossen. Okay, also Items, die ich haben darf, werden dann glitzerig. Auch sein Vagero, ein Cowboy. Oink.
Ah, wohl eher nicht. So, was ist mit dir? Gib mir einen Doppelten. Howdy, Stranger. Howdy, you Fremder. Durstig? Oder sind sie eher auf etwas aus, was satt macht? Geht natürlich alles aufs Haus. God damn, is it hot out there? Muss ich das eigentlich vorlesen? Weil die reden ja. Verdammt, ist das heiß da draußen. Ich habe auch meinen Street Fighter nur kurz gespielt. Ja, ich weiß, eine halbe Stunde. Habe ich gesehen. Das Spiel hast du selber erst vor ein paar Tagen gekauft. Barkeeper, das Übliche. Hm? Hä? Hey, Stranger. Seems you're sitting on my favorite stool. Hey, Fremder, ich glaube, du sitzt auf meinem Platz. Auf meinem Lieblingsplatz. Ja, auch so Klischee, ne? Hey, you deaf or just hey, bist du taub oder nur dumm? That's enough. Das reicht. Your name on it, huh? Steht da dein Name drauf? Also ich kann hier nichts sehen. Du etwa? Komm hier rein und benimmt sich, als gehöre ihm dem Laden. Ohne auch nur einen Groschen dazulassen. Solche Konten können wir hier nicht gebrauchen. Ach, Annie, Schätzchen, mach doch nicht gleich so eine Szene. Annie kommt runter. Jetzt gibt's richtig Prügel. Patsch, Ohrfeige. Annie! Settle down now. Reicht dich mal wieder. Don't you talk. Wag es nicht, so mit mir zu reden. Big, strong. Große, starke Männer, die sich auf ihr Gehänge einbilden und glauben, sie dürften alles tun. Kommt auf das Gehänge drauf an. Wenn es große, starke Männer sind mit großen, starken Gehänge, dann dürfen die es. Wayne. James. James. Also eigentlich brauche ich das ja nicht vorlesen. James. James. Clint. Clint. Cesar. Cesar. You got cojones. Ich hab doch cojones. Don't you? Oder etwa nichts. Cojones. Warte mal, cojones. Das heißt auch Eier, oder nicht? Ihr habt doch Eier. Wie spricht man das aus? Konjon... Warte mal. Soll ich mir mal eben anhören hier. Cojones. Cojones, glaube ich, heißt das, ne? Cojones heißt doch eigentlich Eier. Cojones. Call Hannas. Rufen Sie Hanna an. Nee, das nicht. Ich will nicht Hannah anrufen. Cojones. Ich glaube, das heißt doch eigentlich... Ach, das ist Spanisch übrigens. Und das heißt auch Cojones, bin ich der Meinung. Cojones. Cojones, habe ich doch gesagt. Das heißt Cojones. Und das heißt Bälle. Bälle zu Deutsch. Also Eier. Ja, Bälle. Ihr habt doch Eier oder etwa nicht. Na los, wer weiß das? Beweis eure Cojones. Oh, Annie. Eigentlich brauche ich das echt nicht vorlesen, ne? Oh, Annie. Full of fire. So wild und voller Feuer. Eine richtige Unruhestifterin. Oh, das gefällt mir. Komm mit. Ich meine es ernst, Schätzchen. Sei meine Frau. Lassen Sie mich in Ruhe, ansonsten gibt's eine Anzeige. Ich hab einen Freund. Bam! Sag ich doch, Ohrfeige. Hab ich gesagt. Annie, Süße, ich hoffe, das war ein Versehen und die Hand ist dir nur ausgerutscht. Oh. Und du standst im Weg. Denn es gibt ein paar Dinge, die ein Mann nicht erdulden kann. Lass ihn in Ruhe.
Bumm. Bist du auch ein Kind, oder nicht? Nuckelt der ihm jetzt ein, oder was? Billy! Wenn das nicht das tapfere Balk des Sheriffs ist, bist du hier, um den Halden zu spielen, oder was? Ich enttäusche dich nur ungern. Kleiner. Aber ich habe keine Zeit für deine Kinderlitzchen, Kinkerlitzchen. Boah, einmal. Alter, das hat mich sogar auf einen Hocker weitergebracht. Ich habe mich einfach umgesetzt. Also, ich hänge da so mit meinem Whiskyglas. Und jetzt so ein Blick nach rechts. Hoppla, Verzeihung, Fremder. Der Junge ist ein bisschen zu weit gegangen, aber ich hoffe, du kannst ihm verzeihen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich gebe dir einen Drink aus und alles ist vergeben und vergessen. Barkeeper, ein Glas Milch für meinen neuen Freund. Mit Schuss. Aufgepasst! Jetzt schwingt er das so rüber. Ha, kenn die Demo schon. Das sollte doch das Richtige für eine zarte Blume wie dich sein. Ich trinke keine Milch. Ich trinke nur Hasensaft. Also, zurück. Was soll das? Du trittst meine Großzügigkeit mit Füßen? Warum sonst sollte dieses Glas Milch wieder hier vor mir stehen? Und zur Krönung des Ganzen habe ich auch noch einen Kater. Aber das hat man eben von dem billigen Gesöff, das einem hier aufgetischt wird. Das Spiel ist übrigens ganz neu remaked worden. Also das ist eine Woche alt gerade mal, ne? Also das ist jetzt kein Spiel, was schon 5 Monate auf dem Tisch liegt. Lass mich raten, eigentlich hast du nichts gegen Milch, aber du verträgst nur die von deiner Mami, was? Nee, ich bin laktoseintolerant, deswegen habe ich das zurückgeschoben. Nein. Nur die. Oder ich muck. Muck? Your mother's maybe. Nein, nur die von deiner Mutter. Hä? Huh? Oh, Salver. Jetzt dreht er durch. Das ist Salver. Ist er Lebensmiede? Es ist das? Nix mit meiner Mutter. Kein Problem. Gruppenstatus? So, was haben wir denn? Schnellschuss. Zieht schneller, Schaden, Ladekurs. Was heißt denn Ladezeit? Okay, also damit komme ich ja nicht rum. Dann gehen wir mal hier hin und dann schießen wir so einen Einzelschuss. Pum. Wo ist der denn jetzt hin? Ja, große Klappe, nix dahinter. Typisch Cyber mal wieder. Wir sind noch nicht fertig. Hast du gehört? Du bekommst noch dein Fett weg. Wart's denn ab? Guck mal, ich bin jetzt aufgestanden. Pum, hab ihn die Waffe aus der Hand geschossen und setz mich jetzt wieder hin. Und trink auch meinen Whisky weiter. Also. Sie gehören also nicht so crazy, Bonch. Das war fantastisch. You gave Pike a hiding he won't never forget. Pike haben sie aber eine Abreibung verpasst, die sich gewaschen hat. With him on our side, I just mit ihm auf unserer Seite werden wir sie ganz bestimmt verjagen. What's all the ruckus? Was ist das denn für ein Radau? Der Sheriff. Sheriff. Sheriff, dieser Mann hier ist gerade in die Stadt eingeritten. Ah, jetzt kreuzst du auf. Gerade rechtzeitig wie immer. Mein Vater, der Sheriff. Der Feigling. Auch das Säufen muss ich nachahmen, obwohl der ja schon gesäuft hat. Billy, son,
Bella, ihr mein Sohn, versteh doch. Ein falscher Blick reicht und diese Leute machen uns die Hölle heiß. Aber wenn wir uns nicht endlich wehren, wird sich nie etwas ändern. Ach, Annie, please. Annie, bitte. I don't want to hear it. Spaß, ja. Our sheriff. Unser Sheriff ist mein Bruder. Jeder Mann in dieser Stadt ist ein Feigling. Guck mal, alle Köpfe sind gesunken. Dieser Junge hier ist mutiger als ihr alle zusammen. Sheriff, Sheriff, hör doch mal. Dieser Mann hier also, er könnte die Lösung für unser Problem sein. Ach, liebe Leute, ich fürchte, ihr habt den Charakter dieses Gesetzlosen falsch eingeschätzt. Wer kommt denn da jetzt schon wieder? Hier ist eine ganze Inzuchthöhle. Der Bürgermeister bestimmt. Der Gouverneur. Gouverneur nennt man die, ne? Ah, nee, das ist hier Trautmann. Der Name eines Mannes aus seiner Geschichte und der Name hier spricht Bande. Ihr verdient es, seinen Namen zu erfahren. Ich werde ihn euch verraten. Hoppelmann. The Kid. Ja, ihr habt mich richtig gehört. Das ist Hoppelmann. Er, da ist der Teufel in Person. Wait a minute. Moment mal. It's him. Er ist es, der Schurke auf den Steckbrief. Ja, sieht man eindeutig an der Mütze, ne? $5,000. Tot oder lebendig. Kannst du mal die Füße vom Tisch nehmen? Und der ihn einbuchten wird, bin ich. Traumann. Lügner! Ich bin vieles kleiner. Aber ein großzügiger bin ich nicht. Sie sind der gute Mann, oder, Mister? Muck. Sie sind hergekommen, um uns zu helfen. Das weiß ich. Sagen Sie uns, dass er lügt. Sagen Sie uns, dass Sie ein guter Mann sind. Muck. Sie sind hergekommen, um uns zu helfen. Das weiß ich. Sagen Sie uns, dass er lügt. Sagen Sie uns, dass Sie ein guter Mann sind. Ich hab gesagt, Muck! Sie sind hergekommen. I'm no saint. Ich bin kein Heiliger. Nein, nein, das glaube ich nicht. Kinder haben dir schon immer Kopfschmerzen bereitet, nicht wahr? Hase? Hoppelmann, der Hase. Nicht The Kid, der Hase. Müssen wir so umdenken. Goldie ist noch immer da draußen in der Wüste, weißt du? Verschollen oder tot. Aber dafür und für alles andere wärst du noch früh genug zur Rechenschaft gezogen. Nach draußen, jetzt! Das. Das ist ein Duell! Ein Duell! Zeit für ein Duell! Tschüss. Don't even think. Denk nicht mal daran, wegzulaufen. Ich sehe aber irgendwie aus wie Alf, oder? Hat schon irgendwie Alfiges. So, ich bin nochmal weg. Schade.
Oh, jetzt gucken sie alle. Das ist so klischee-mäßig alles, ne? Da fehlt eigentlich, dass da noch ein Gockel. Also hier müsste doch eigentlich so ein Pferd sein, der irgendwie am Fressen ist, oder? Nee, vor so einer Trink. Auch hier dieser Roll. Wüstenrollteil. Diesen Black habe ich noch nie bei dir gesehen. Ah, ich erkenne. Erkenne ich da etwa zum Ende unserer langen Beziehung Wehmut in deinen Augen? Das verstehe ich. Wirklich. Aber alles Gute hat einmal ein Ende. Und heute werden wir es beenden, Hase. Oh, der Charakter kommt mir aber auch wirklich sehr bekannt vor. War das eine Serie oder ein Film? Der eine, der die ganze Zeit geschossen hat. Das war so ein Fabio. Der hat geschossen. Und dann war da... Die haben jemanden entführt. Aber das war so eine zwei Storylines. Das waren zwei Storys. Das war die eine Gruppe, das waren so Kopfgeldjäger. Und der hing dann auch immer mit der Pistole so und so. Der hatte dann auch so einen Kerl dabei, mit einem Hut und so einem Gehstock. Schwein, du weißt bestimmt, was ich nicht meine. Der hatte einen Gehstock und das war so ein Magic-Typ. Und der hatte noch eine Frau dabei, sie war so die Assassine. Ah, was war das denn nochmal? Also sie war die Assassine und die wollten irgendjemanden kidnappen. Und die sind auch noch mit diesem Schiff gefahren, wo die eine da mit dabei war. Ach, ich weiß nicht, was war das denn nochmal? Das war eine Serie, weil im Kopf spielt sich gerade eine richtig lange Story ab. Und diese Story wäre für einen Film eigentlich viel zu lang. Es war irgendeine Serie. Schwein, du weißt bestimmt, was ich meine. From 10 paces. Was jetzt nicht genau, welchen du meinst. Ja, aber weißt du die Gruppe, die ich meine? Der eine, der kriegt irgendwie 1 Million, wenn er sie holt. Und sie, die hat sich geschnitten und da kam Licht raus. Oh, es macht immer mehr Klick. Sie war die Auserwählte, die schwarze Wand, Magier, schwarze Wand, bösartige Kreaturen. Es macht immer mehr Klick. Schwarze Wand, bösartige Kreaturen mit dem Schiff dadurch. Durch diesen Fjord. Schwarzer Magier hat alles erschaffen, 50.000 Jahre alt schon. 10 Schritte, jeder geht 5. Ich zähle laut vor. Beim 5. Schritt drehen wir uns um und schießen. Einverstanden? 10 Schritte. Jeder geht 5. Dann sagt er einfach 5 Schritte. Jeder macht 5. 1, 2, 3, 4. Also gut. 1. 2. 3. Der eine zittert schon. 4. 5. Ich dachte, die schießen gegeneinander. Da war eine Falle. Guck mal, die haben da Leute abgeschossen. He's one of the crazy bunch. Er gehört zur Crazy Bunch. Those die zwei Revolverhelden. How'd they know? Woher wussten sie es? Just my luck. These simpletons ruining a perfectly good duel. Diese Einfallspinsel ruinieren ein perfektes Duell. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wow. Gab's den Wilden Westen eigentlich nur in Amerika oder war der auch in Europa? Das würde mich eigentlich mal interessieren, weil den Wilden Westen verbinde ich immer nur mit Amerika.
Gab's den Wilden Westen auch in Europa? Auch in Europa gab es unterschiedliche Formen der fiktionalen Beschäftigung der US-amerikanischen Pionierzeit. Gab es in Deutschland sowas wie den Wilden Westen? Ich bin im Moment voll auf den Western-Trip und habe mich gefragt, ob es sowas wie Outlaws, Gangs und Schießereien der Mitternachtssonne auch in Deutschland gab. War das so ein amerikanisches Ding oder ist das nur Fernsehen? Welche Bundesstaaten gehören alle zum Wilden Westen? Grenze zwischen den... Das müsste so ein amerikanisches Ding sein, oder? Die zwei sind unglaublich! Der scheißt sich gleich in die Pampers. Shadow and Bone. Ja, stimmt. Irgendwie so, ne? War das eine Serie, ne? Mit ihrer Hilfe. Mit ihrer Hilfe können wir es vielleicht, aber nur vielleicht, mit der Crazy Bunch aufnehmen. Hören Sie, es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier noch mehr von Ihnen auftauchen. Und jetzt sind Sie auf Blut aus. Sie müssen uns helfen, Sie zu bekämpfen. Please, ich nuckel die auch ein. Nun, wenn Sie es so sagen, dann nuckeln Sie. Ich würde es aber niemals übers Herz bringen, einer Frau eine Bitte abzuschlagen. Sorry, kid. Tut mir leid, Hase. Ich glaube, unser Duell muss noch ein bisschen warten. Aber nur, bis wir uns um diese Crazy Bunch gekümmert haben. Es gibt keinen Kommen aus dieser Stadt, in der das Blut in Strömen fließt. Atrapados en la red del destino. Gefangen im Netz des Schicksals. Solo somos humildes mariachi. Wir sind nur bescheidene Mariachi. Sie glauben vermutlich, okay, wir können hier können wir auf jeden Fall raus. Obwohl, das sind ja alles Ziele, sehe ich hier unten gerade. Muss ich mit denen allen reden? Ich muss doch etwas geben, womit wir helfen können, nicht? Wenn sie wirklich hier bleiben und kämpfen, dann können sie ja auch auf uns zählen. Echt gut geschossen. Das meine ich ernst. Aber von den Jungs gibt's mindestens noch 15 weitere. Um ehrlich zu sein, ist niemand von uns ein guter Schütze. Könnte genauso gut sein, dass wir uns selbst über den Haufen schießen, anstatt die Crazy Bunch zu treffen. Wir wissen bestimmt, wer sie anführt, oder? Der einzige Überlebende der siebten Kalavarie. Ein Teufel, der nach allem, was recht ist, tot im Staub liegen sollte. Die Gesetzlosen nennen ihn Odio. In Scharen umgeben sie ihn. Ihren Hirten mit einem Herz aus Stein. Er wird sich in dem Moment auf den Weg gemacht haben, als er von ihrer Tat erfahren hat. Er kann dies nicht unbeantwortet lassen. Wenn Sie uns diese Mischkerle vom Hals schaffen, werden Sie angemessen dafür bezahlt, das verspreche ich. Wir haben etwas Gold versteckt. Wenn wir überleben, gehört es Ihnen. Ich habe meine Nase juckt. Mit ihr habe ich schon geredet. Die zwei sind so schnell. Mit ihrer Hilfe werden wir diese Schurken endlich los, ich weiß es. So soll es sein. Und wenn sie in der Überzahl sind, müssen wir uns bis zur großen Abendsveranstaltung eben etwas einfallen lassen. Und wir locken sie in einem Hinterhalt, Hase. Wir müssen Fallen stellen und sonstige Vorkehrungen treffen, um die Bande schon auszudünnen, wenn sie in die Stadt einreiten. So werden wir siegen. Allerdings. Aber wir stellen überall Pulverfass hin und schießen dann darauf, die explodieren dann. Sollte die ganze Arbeit nicht nur uns überlassen werden. Das ist unser aller Kampf. Eigentlich ist es sogar eher ihr Kampf. Jetzt hören die auf zu spielen. Ich werde helfen.
mit der Bratpfanne in der Hand. So, sie nimmt die Bratpfanne von der Theke so. Ich werde helfen. Me too. Und er mit seiner Zwille so. Ich auch. I suppose I'll do what I can. Na gut, ich tue, was ich kann. Und er mit seinen zwei Flaschen so. Ich stelle mir das richtig so im Film vor gerade. Count me in. Auf mich können sie zählen. Wer kommt denn da jetzt schon wieder? Honey. Liebling. Es wird sich nicht erst ändern, wenn wir immer nur den Kopf einziehen und nichts tun. Genug ist genug. Wir müssen uns wehren. Komme, was wolle. Aber Schatz, es ist nicht so, ja, was soll ich sagen? Sie hat recht. Ja. Ich hab satt, von ihnen rumgeschubst zu werden. Was ist mit dir, Caesar? Ja, klar. Mir steht's bis hier mit denen. Bis hier. It's happening. Es ist soweit. Ich wünschte, sie werden helfen. Nur dann, meine Freunde, die Zeit ist reif. Oh. Im Namen der Freiheit und Gerechtigkeit werden die Maria schien mit euch rebellieren. Like something out of a fairy tale. Klingt wie aus einem Märchen, was? Ich glaube, der Einzige, der sich noch nicht entschieden hat, sind Sie, Sheriff. Voll in den Magen gebockt, so pow. Billy, wo willst du mit dem Stern deines Vaters hin? Er ist jetzt Sheriff. Ich bin Sheriff. Hier, Mister. You deserve it. Hier, Mister. Sie verdienen ihn. Neuer Sheriff in der Stadt. Mein Pa ist nicht gut genug für diesen Stern. Mit seinen Schnauzer, der über die Lippen geht, so. Schon seit einer halben Ewigkeit lebe ich in Angst und fürchte mich davor, was passieren könnte, wenn ich es wagen würde, das Richtige zu tun. Aber jetzt verstehe ich. Manchmal muss man dem Feuer trotzen, um eine bessere Zukunft zu schmieden. Man nennt sie zwar Hoppleman der Hase, aber hier und jetzt sind sie ein guter Mann. Der richtige Mann für den Job. Passen Sie gut auf diesen Stern auf. Und wenn sich der Staub gelegt hat, geben Sie mir wieder. Hoffe ich, dass ich ihn wohlverdient zurücknehmen kann. Ah, er will sich jetzt also drücken. Während der ganzen Gefeite drückt er sich jetzt und danach sagt er wieder, so, ich bin wieder da, ich bin jetzt wieder der Sheriff. Ein Sheriffstern. Dann ist wohl alles gesagt. Ich und Hase besorgen ein paar Vorräte für den Überfall. Ich glaube nicht, dass sie uns helfen können. Ich wage zu behaupten, dass wir in solch Sachen mehr Erfahrung haben als sie. Die Zeit drängt, Hase. Wir dürfen auch nicht so lange herumstöbern, sonst bleibt uns keine Zeit mehr für die Vorbereitung. Trautmann hat sich der Krippe angeschlossen. Bei Tagesanbruch greifen sie an. So gehen sie vor. Sobald sich die Sonne über den Horizont hebt, reiten sie von beiden Seiten in die Stadt ein. Sie haben also bis zum 8. Glockenschlag Zeit, um ihre Vorbereitung zu treffen.
Wir haben nur diese eine Chance. Wenn wir nicht bereit sind, wenn sie hier ankommen, wie auch immer, kommen sie wieder hierher, wenn sie alles haben, was sie brauchen. Wir alle sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Sagen Sie einfach Bescheid. Vorbereitung der Crazy Bench. Wenn der erste Glockenschlag bei Tagesanbruch ertönt, reitet die Crazy Bunch in die Stadt ein. Beherzige Mad Dogs Rat und stelle zusammen mit den Stadtbewohnern Fallen auf, bevor die Banditen erscheinen. Was wirst du bis zur Ankunft der Crazy Bench tun? Durchsuchst du die Stadt nach Gegenständen, um Fallen herzustellen? Oder bittest du die Bewohner darum, die Gegenstände in deinem Inventar zu Fallen zu machen? Jeder Moment zählt. Plane sorgfältig. Okay. Lass mich dir einen Rat geben, Hase. Erinnere dich an diesen Moment. Sichere die Erinnerung, wenn du verstehst, was ich meine. Nur für den Fall, dass alles schief geht. Ich soll speichern, meint er damit. Okay, wo speichere ich denn? Aber 40 Euro für dieses Game ist hart. Ja, 50 sogar. Aber so ist es ja nicht schlecht. Ja, aber du musst auch bedenken, es hat mehrere Kapitel, ne? So, jetzt gucken wir uns hier mal um. Also erstmal speichern, ja. Falls ich sterbe. So. Aber es ist halt auch viel Prolog, ne? Ich meine, wir spielen das jetzt fast eine Stunde und haben eigentlich bis jetzt nur geredet. So, Ausrüstung. Da kann ich ja den Sheriff-Ring jetzt machen. Was macht der Sheriff-Ring? Umschalten. Was macht er denn? Wo sehe ich dann, was er macht? Alles, was du brauchst, um dich im Wilden Westen einen Gesetzeshüter zu nennen. Aber hier geht nichts hoch, ne? Der Stern macht gar nichts, also keine Werte hoch oder so. So. Inventar, Fähigkeiten. Hier haben wir diese Dinge. Okay. Formation kann man machen. Und Einstellung natürlich. Na ja, er hat ja, guck mal, es gab die Uhrzeit. Es gab China, Japan, Western, Gegenwart. Nahe Zukunft und ferne Zukunft. Das sind 8 Kapitel. Ich sag schon mal gute Nacht, ist wieder spät für mich. Der kommt viel zu spät an und dann will er wieder viel zu früh abhauen. Ich dachte immer, wenn du zu spät kommst, bleibst du immer länger. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Traudi. Dann verpasst du halt alles. Okay, was für Fallen kann ich jetzt machen? Okay, hier kann ich rein. Und eine Flasche Wundertonikum. Uhrzeit benannt. Was? Uhrzeit benannt? Ja, Uhrzeit habe ich benannt. Also Dinos habe ich gesagt, glaube ich. So, ich muss mich richtig beeilen, ne? Weil beim 8. Glockenschlag, der erste Glockenschlag kommt gleich schon, ne? Ich muss mich ganz schnell beeilen, hier alles abzulooten, ne? Hier. Leer. Toll. Und auch Zeit verloren jetzt. Warte, hier ist auch noch eine Tür. Eine geheime Tür. Aha. Ein Beutel mit Öl. Leer. Die Tipps gehen auch viel zu schnell weg eigentlich, ne? Warum liegt hier Stroh? Eine Karotte. Warum ist da so ein Dynamitzeichen, als ob eine Karotte explodiert? Höchstens auf dem Klo. Noch eine Karotte? Ah, von der anderen Seite. Leer. Eine Flasche Kohlenteer. Okay. Was sagt ein Schwein bisher zum Spiel? Also ich glaube, ich würde das tatsächlich gerne let's playen, ne? Der erste Glockenschlag. The first bell. Der erste Glockenschlag. Komm ich denn da rein? Wow, 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 wow. Eine Karotte? Warum liegt hier Stroh? Ein Haufen Pferdemist.
Muss mich einfach beeilen. Alles looten. Öl in einer Flasche lässt sich schnell in Feuer verwandeln. Gib mir einen Moment und ich bastle da was zusammen. Was sagst du? Ja. Okay, ich zeig dir, wie es geht. Guck, dann machst du so und so und dann... Bitteschön. Feuer in einer Flasche. Einfach anzünden und schnell werfen. Hat das jetzt mehr Zeit gekostet? Weil er brauchte ja Vorbereitungszeit dafür, ne? Es ist nicht schlecht, ich mag es sehr. Für 40 Euro... Nee, für 50. Ne? Also wir gehen jetzt mal nicht vom Angebotspreis aus, ne? Das sind halt 50 Tacken. Aber ich sag mal so, ne? Also es ist mehr wert als so manch andere Spiele, die für den gleichen Preis sind, ne? Wie zum Beispiel Minecraft. Minecraft war auch mit 40 Tacken dabei, ne? Und dann 50, holy moly. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht ein Kapitel 5 Stunden dauert. Ne? Also wenn du dir richtig Zeit lässt und so. Ich denke mal nicht, dass hier das Kapitel gleich rum ist, wenn man die Crazy Bunch da getötet hat oder ausgetrieben hat oder vertrieben hat. Wenn du mit Lesen und so 5 Stunden pro Kapitel brauchst, dann sind das... Second Bell. Der zweite Glockenschlag. Dann sind das pro Kapitel 5 Stunden, dann sind das 40 Stunden Spielzeit. Und das Ende des Kapitels in der Demo-Version erreicht. Du kannst deinen Fortschritt speichern und ab diesem Zeitpunkt in der Vollversion weiterspielen. Nur noch wenige Stunden bleiben bis zur Morgendämmerung und Hoppelmann, der Hase und Trautmann müssen den Stadtbewohnern dabei helfen, sich gegenseitig den bevorstehenden Angriff der Crazy Bunch zu wappnen. Das Schicksal vom Erfolg liegt in deiner Hand. Ach schade, schon vorbei. Also ich denke mal, du bist hier vielleicht mit 1 Euro pro Stunde dabei. Denke ich mal. Ich pack's mir mal auf die Wunschliste. Ich muss es ja nicht spielen, während das jetzt ganz neu ist. Wenn du ein bisschen wartest und bis ich Zeit für das Spiel habe, vergehen sowieso Monate und alles. Dann kommen größere Angebote. Statt 20% dann vielleicht irgendwann mal 50%. Und dann kostet das Spiel vielleicht nur noch 30 Euro statt 50 Euro. Also, ich packe mir das auf die Wunschliste. Steht hier zufällig vielleicht etwas? Also, ein Kaufbonus. Beim Kauf des Spiels erhältst du einen kostenlosen Bildschirm, also Hintergrundbildschirm, Live Alive Legends. Finde ich eigentlich irgendwie Quatsch, das kannst du alles bei Google runterladen, ne? Aber ich weiß nicht, ist das da vielleicht Copyright geschützt? Vielen Dank für deine Unterstützung. Live Alive, das ursprünglich nur in Japan auf der Super Nintendo erschienen war, erwacht auf Steam im neuen Leben. Erlebe das legendäre RPG, das im selben HD-2D-Stil gehalten ist wie Octo Traveler, ne? Habe ich eigentlich auch noch auf der Wunschliste. Und Teil 2 kommt ja jetzt auch noch demnächst raus oder ist vor kurzem rausgekommen. Lerne 7 Helden kennen, die jeweils über ihre ganz eigenen Fähigkeiten verfügen und ihr Leben in verschiedenen Epochen leben. Erlebe ihre Geschichte in beliebiger Reihenfolge und entdecke dabei Schockierendes. Die Urzeit. Ein Stammesmitglied erreicht in einer Welt ohne Worte die Volljährigkeit. Ah, es gibt 7 Kapitel, nicht 8. Der Wilde Westen, ein Reisender, auf den eine Belohnung ausgesetzt ist, kämpft um sein Leben. Das kaiserliche China, ein Meister des Konfus, sucht nach einem würdigen Nachfolger. Dämmerung des Edo-Japans. Ein Shinobi erhält einen wichtigen und höchst geheimen Auftrag. Die Gegenwart. Ein Kampfkünstler strebt danach, der Beste der Besten zu werden. Die nahe Zukunft. Ein junger Rebell mit psychokinetischen Kräften lehnt sich gegen das Böse auf. Und die ferne Zukunft. Ein neu gebauter Roboter wird in eine Tragödie ins Weltall verwickelt. Diese Neuauflage bietet überarbeitete Musik,
Das Spiel behält alles, was die Spiele am Original liebten und ist auch für Neueinsteiger leicht zugänglich. Also hier hat einer kommentiert, der das Spiel 118 Stunden gespielt hat. Da hat einer nach 22 Stunden geschrieben, yep. Also, anscheinend hast du da 120 Stunden Spaß dran, vielleicht, an dem Spiel. Dann sind das ungefähr 30 Cent pro Stunde. Also 120 ist schon, also ich habe ja mit 50 Stunden gerechnet, nicht mit 120. Also ich sage ja, dann wäre das ein Riesenprojekt. Auch 120, ne? Sind dann vielleicht so an die 204, also ist ein Jahresprojekt dann, ne? Aber kannst du jetzt nicht noch die zwei anderen Freiwaren spielen? Ja, könnte ich theoretisch, aber wollen wir uns spoilern lassen? Ich wollte ja nur mal reingucken. Soll ich die anderen jetzt noch gucken, oder was? Das wollte ich eigentlich nicht. Kapitelauswahl. Ja, das war auf jeden Fall Live Alive. Hier, Hoppleman mit Level 9. Und du kannst jederzeit aufhören, zack, und hier jetzt einfach weitermachen zum Beispiel. Aber ich würde das in YouTube natürlich so handhaben, dass ich immer ein Kapitel nach dem anderen natürlich spiele, ne? Hier ist der kleine Roboter. Also das sind die Charaktere hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Also ich würde mir den Rest für YouTube aufsparen, wenn ich da die Demo dann mal spiele. Also nicht die Demo spiele, sondern die Leute spiele. Und dann würde ich einfach so machen, so, nicht hingucken und dann sagen, das spielen wir. Und dann sind wir der Chinamann. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen, Live Alive. Vielleicht sehen wir uns irgendwann auf YouTube wieder. Irgendwann. Diablo 4 ist ja jetzt auch noch auf dem Weg, ne, also bis ich sowas hier spielen kann und dann noch die ganzen anderen Spiele. Und uiuiuiui. Ich glaube, mein Leben ist viel zu kurz, um das Spiel jemals zu spielen oder alle oder andere Spiele zu spielen. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Tschüss. Wer blinzelt zuerst? Hm?